Sie ist das Zentrum des christlichen Glaubens und der Höhepunkt des liturgischen Jahres, die Osternacht. Die Feier der Osternacht ist eine sogenannte Vigil, eine Nachtwache. In der frühen Kirche ist tatsächlich die ganze Nacht durchgebetet und durchgefeiert worden. Denn ohne die Auferstehung Christi kein Christentum. In der Osternacht gibt Gott eine definitive Antwort auf die große Frage nach dem Sinn unseres Lebens und Sterbens. Das Ziel ist die ewige Gemeinschaft mit ihm, ein Leben in Fülle. Die Osternacht, wie der Name schon sagt, geht aus der Nacht zum Tag, aus der Finsternis zum Licht. Ursprünglich war es auch eine Vigilfeier durch die ganze Nacht hindurch. So sportlich sind wir nicht, aber wir fangen immerhin um 4.30 Uhr schon an mit der Feuerweihe, noch in der Finsternis. Und die Feier dauert dann fast bis 8 Uhr, sodass man dieses Hellwerden, die aufgehende Sonne, wirklich sogar auch bei uns in der Stadt erleben kann, wenn es hell wird in der Kirche, wenn nicht mehr nur die Kerzen brennen, sondern auch das Sonnenlicht hereinkommt. Die 7 Lesungen aus dem Alten Testament führen uns dann hin zur Taufe und zur anschließenden Feier der Messe. Ein ganz wichtiges Element der Osternachtsfeier ist die Taufe. Die Osternacht ist ja auch der ursprüngliche und sinnvollste Ort der Taufe überhaupt und Zeitpunkt der Taufe. In der alten Kirche war das offensichtlich oft auch so. In der ganzen Osternachtsfeier geht es um das neue Leben. Das Leben durch den Tod hindurch, aber auch um das neue Leben, das uns schon in der Taufe geschenkt ist. Wir stehen hier beim Taufbecken und dieses Taufbecken wird bei uns in der Osternacht nicht nur für das Taufgedächtnis aller verwendet, sondern in vielen Jahren haben wir hier auch Taufen in der Osternacht schon gehabt und auch heuer wird das wieder so sein, dass die Taufe mit der Auferstehung zu tun hat, mit dem neuen Leben. Das zeigt sich sehr oft schon an der Form der Taufbecken oder auch Form der Baptisterien der Taufkirchen. Sie sind nämlich sehr oft achteckig. Und in dieser Zahl 8 liegt eine tiefe Symbolik, nämlich es ist zu verstehen als 7+1. Und das ist jetzt kein mathematisches Rechenbeispiel, sondern es geht hier um die 7 Tage der Woche. Letzter Tag in der jüdischen und auch eigentlich in der christlichen Zählung ist der Sabbat, der Samstag. Und der erste Tag der neuen Woche, also der 8. Tag, ist der Tag, an dem das leere Grab entdeckt wurde, damit der Tag der Auferstehung, der Tag, an dem die Christen seit Beginn Ostern feiern. Und so steckt schon in der Form des Taufbeckens sehr viel von der Symbolik der Auferstehung und des neuen Lebens drinnen. Wir feiern aber nicht nur Ostern ausführlich in der Osternacht, sondern wir feiern die Osteroktav, das sind einmal die 8 Tage nach Ostern, aber es gibt ja noch mehr, die 50 Tage der Osterzeit bis Pfingsten. Die sind ganz stark hervorgehoben in der Liturgie, auch wenn das vielleicht im Bewusstsein nicht so verankert ist. Aber damit das nicht in Vergessenheit gerät, was wir zu Ostern gefeiert haben, haben wir seit vielen Jahren schon die Ostertücher. Die liegen jetzt da hier links und rechts von mir, 2 dieser Bahnen, es gibt noch viel mehr. Und in der Osternacht werden die aufgehängt. Und sie haben eine vielfache Symbolik, sie werden jedes Jahr auch anders aufgehängt. Es geht immer um die Wüste, um die Wanderung durch die Wüste. Es geht um das Wasser des Roten Meeres. Es geht auch um den Blutanstrich, das sehen wir zum Beispiel auch hier vorne. Das Blut, das an die Türpfosten gemalt wurde in der Paschanacht. All diese Symbolik ist hier verarbeitet und wird dann jedes Jahr die ganze Osterzeit lang sichtbar sein. Aber es geht ja eigentlich noch weiter. Ostern feiern wir das ganze Jahr. Es gilt der alte Spruch, der wirklich zutiefst richtig ist. Jeder Sonntag ist ein kleines Osterfest. Und damit kann man sagen, wir Christen feiern das ganze Jahr. Und bei jeder Eucharistiefeier auch im letzten die Auferstehung. Das ist der Ursprung und der Höhepunkt unseres Glaubens.